wie im Flug, sagt man so schön. Und ja, was ist denn? Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt heute zur zweiten Ausgabe meines neuen Formates Box in the Shelf. Der letzte Monat ist schon wieder wie im Flug vergangen und ja, wenn ich hier so links auf meinen Tisch gucke, ist doch wieder einiges zusammengekommen. Allerdings muss ich gestehen, ich musste das Video einmal nochmal neu drehen, weil ich ein paar Fehleinstellungen in der Kamera hatte. Und deswegen sind jetzt tatsächlich nochmal ein, zwei Schachteln zusätzlich reingekommen. Naja, was soll ich sagen? Ich will gar nicht lange rumreden, lange rumquasseln und ihr werdet sehen, was gleich auf euch zukommt. Wie ihr es auch aus der ersten Folge schon kennt, die Spiele, zu denen ich schon jetzt was sagen kann, mit denen ich jetzt schon gezockt habe, da kriegt ihr auch ein paar Kurzeindrücke schon. Und ansonsten, ja, auf jeden Fall aufpassen, was so für neue Spiele drin sind, denn im Anschluss wird es noch ein weiteres neues Format geben, dies Jahr zum ersten oder nach diesem Monat zum ersten Mal, habe ich auch schon mal angekündigt nach dem letzten Box in the Shelf Video. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der zweiten Ausgabe von Box in the Shelf. Ja, und dann starten wir einfach mal ganz entspannt in die Materie rein. Und das allererste Spiel habe ich mir über eine Facebook-Gruppe organisiert. Es ist nicht, es ist kein ganzes Spiel, es ist eigentlich nur eine Expansion, die aber so auch gar nicht so einfach zu kriegen ist, beziehungsweise die auch schon einiges an Stuff mit sich bringt. Und um euch das gar nicht lange vorzuenthalten, es geht um Arkham Horror. Arkham Horror, das Kartenspiel. Und ich habe mir hier den kompletten Dunwich-Zyklus organisiert. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, so, naja, ist ja bis jetzt nur die Anleitung. Genau. Einzige, ich sag's jetzt vielleicht mal, Manko ist an der Stelle, dass das Spiel in Plastiktüten gekommen ist, was mir aber relativ gleich ist, denn ich werde mir eh so eine Storage Box dazu holen. Und ja, hier ist einmal das Grundspiel drin. Ich pack's mal direkt ins Regal rein. Und dann haben wir hier einmal die sechs Mythos Packs. Bin ich tatsächlich relativ stolz drauf und ja, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an den Stefan Godot, der mir da diese Gruppe wirklich empfohlen hat. Und um das Ganze direkt mal abzurunden, habe ich dann auch noch zwei Playmats, die allerdings tatsächlich ein Geschenk vom Stefan waren oder sind. Ja, wo ich auch echt glücklich bin, dass ich die habe. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf den Dunwich-Zyklus. Der Fahrt nach Carcosa, die Grundbox habe ich auch schon hier stehen. Und ja, Arkham Horror, das LCG, eins meiner liebsten Spiele tatsächlich, kann ich sehr empfehlen. Man kann es natürlich auch mit vielen Leuten spielen, wenn man immer die zwei Boxen hat, aber in meinen Augen eins der besten, thematischsten, atmosphärischsten HP Lovecraft-Spiele, auch für zwei Spieler. Auch da ganz, ganz große Empfehlung von meiner Seite aus. Arkham Horror, das LCG. Dann kann ich natürlich hier das kleine Mädel wieder hier reinstellen. Und weiter geht's. Dann war ich ja im Schwarzwald und ihr habt ja, oder vielleicht hat der ein oder die andere das Video zum Schwarzwald-Zock gesehen mit dem Dominik und da bin ich zum ersten Mal in den Genuss gekommen, Firefly zu spielen. Und ich war mir nicht so ganz sicher und ich bin mir auch nach wie vor noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich das ist, was ich richtig, richtig gut finde. Aber ja. Irgendwie hat es mich doch gecatcht und ich möchte dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben. Und dann muss ich dazu sagen, da habe ich einen Hinweis gekriegt von dem lieben Erik, dass in Wiesbaden ein Spieleladen ein 35-jähriges Jubiläum gefeiert hat, woraufhin das Spiel inklusive der Erweiterung und noch einem weiteren Game für 35 € erhältlich war. Und dann habe ich zugeschlagen, nämlich einmal das Grundspiel, dann die Piratenerweiterung. Und es waren auch noch die Promokarten mit dabei. Also ich fand, das Grundspiel war okay, hat Bock gemacht, obwohl es meiner Meinung nach auch so ein paar kleine Schwächen hatte, beziehungsweise man muss auch sagen, wir haben auch nur das Einstiegsszenario gespielt. Ich glaube aber, dass das Spiel eine Menge Potenzial birgt. Vor allem, wenn man auch noch diese PvP-Expansion quasi mit reinnimmt, dann wird es, glaube ich, richtig, richtig knackig. Und ich bin eigentlich wirklich heiß drauf, es mal auch jetzt mit der Expansion zu spielen und auch mit mehr Leuten zu spielen. Wir haben es halt zu dritt gezockt.
Und das spielt halt bis 5, Pickup and Deliver im Prinzip. Und ja, hab die Serie leider nicht gesehen, ja, auch wenn es eine Kultserie ist oder war, da muss ich leider passen. Aber naja, Nobody is Perfect. Auf jeden Fall Firefly das Spiel eingezogen und da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf. Dann bin ich auch relativ froh, dass es jetzt endlich bei mir angekommen ist. Ich hatte es letztes Jahr zu Essen ja schon mal auf meiner Liste. Wurde ja dann auch von Cosmos lokalisiert und übersetzt. Und endlich da Escape Tales The Awakening. War ja mal etwas der Jahrgang der kontroversen Themen, sagen wir es mal so, ne, mit Holding On, das bewegte Leben des Billy Kerr. Und auch Escape Tales The Awakening erzählt eine, ja, sag ich mal, schon sehr harte Story irgendwie. Da ist die Tochter ins Koma gefallen und der Vater versucht irgendwie dahinter zu kommen, was da los ist. Ist im Prinzip eine Art Escape Game, obwohl hier die Geschichte im Vordergrund steht. Ab 16 Jahren, 1 bis 4 Spieler, 180 bis 360 Minuten dauert einmal das gesamte Erlebnis. Und ja, nachdem ich auch die Monochrome AG gespielt habe von Cosmos und ich werde auch noch zu diesen Spielen ein Video machen, auch zu Cosmos nochmal ein Video machen. Und ja, kann ich wirklich sagen, ich habe Bock drauf. Ich habe damals, als ich die Monochrome AG zum Beispiel gespielt habe, auch dann so eine Playlist aufgelegt. Also wer jemals in den Genuss kommt, mir zu spielen, der weiß, atmosphärische Musik ist wichtig und findet auch immer statt bei mir. Und deswegen, ja, Escape Tales The Awakening wird hier bei Cosmos einsortiert und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann, ja, ich bin schon relativ lang immer drum herum geschwirrt und das nächste Spiel war ein Kickstarter. Gab es dann immer relativ teuer irgendwo zu kaufen. Dann hat es mir mal jemand vor der Nase weggeschnappt. Du weißt genau, von wem ich spreche. Es war nämlich der liebe Chris Turek. Und hab's schon an mehreren Ecken und Enden mal spielen gesehen. Hatte wirklich Bock drauf, weil ich das Thema cool fand, weil ich die Mechaniken cool fand. Und jetzt bin ich endlich in den Genuss gekommen, es zocken zu können und es auch kaufen zu können. Und die Rede hier ist von Maximum Apocalypse. Und ich habe wirklich für einen richtig guten Kurs auf eBay Kleinanzeigen das Ganze bekommen. Habe, glaube ich, inklusive Versand und aller Expansions, die dafür aktuell zur Verfügung stehen, 55 Euro bezahlt, was richtig, richtig cool war. Und ja, habe die ersten Szenarien schon gespielt und es macht wirklich Spaß. Es ist ein richtig cooles, kooperatives Game, postapokalyptisches Thema. Wir fangen in so einem Kaufhaus an und alles voller Zombies und wir sehen den Van, weil wir langsam da raus müssen, wir haben keine Nahrung mehr und wir müssen dann durch die City den Benzin für den Van finden, um dann abzuhauen und ja, dann in der zweiten Mission müssen wir einen Wissenschaftler noch retten. Also richtig, richtig coole Dinger. Es gibt richtig coole Monster-Expansions noch. Das einzige Manko, was manche Leute ansprechen, ist halt die Verwaltung oder der Aufbau finde ich jetzt gar nicht so tragisch. Man hat immer, selbst wenn man dieselbe Mission spielt, man setzt das Spielbrett immer modular zusammen durch die einzelnen Teile. Und ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Maximum Apocalypse, richtig, richtig cooles Spiel, zieht bei mir ein. Und wo habe ich es denn überhaupt her? Ich glaube hier. Nee, na hier. Ist ja egal. Zieht bei mir ein und wird auf jeden Fall auch bei mir im Regal bleiben. Dann ein Spiel, was ein kleiner Spontankauf war, als ich im Schwarzwald war. Hab im Spieletaxi-Post auf Facebook dieses Spiel gesehen und fand es einfach nur schön. Ich fand es einfach nur schön. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Hab da mal so ein bisschen nachgelesen. Die Bewertungen waren auch so ein bisschen durchwachsen, aber ich fand es wirklich, wirklich, richtig, richtig schön und hab deswegen einfach mal zugegriffen und die Rede hier ist von Ephemeris. Ephemeris ist ein Spiel mit drei verschiedenen Modi. Es gibt einmal den Modus mit drei Spielern, drei Parteien, also es gibt drei Nationen hier in dem Spiel. Dann gibt es den Team-Modus und noch den Duell-Modus. Und worum geht es in Ephemeris? Es geht darum, dass wir das Firmament erkunden und mit unseren fliegenden Schiffen, das sind wirklich Schiffe, die da rumfliegen und wir müssen galaktische Gewürze sammeln als Währung quasi für das, was wir bauen können. Wir haben eine Galeone, wir haben Fregatten und wir erkunden quasi das Firmament und ja, müssen halt Planeten erobern und am Ende gewinnt derjenige, der die meisten Planeten hat. Aber ich fand auch das Artwork einfach ultimativ schick. Also wenn ihr hier mal guckt, das waren in der Deluxe-Variante noch so Aquarellzeichnungen.
Also das Artwork gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Das Material ist top. Also auch hier seht ihr nochmal, jede Nation hat dann hier so ihre Kapitäne. Und da sind auch hier, ich zeige es euch auch nochmal, hier dann die ganzen Schiffe quasi drin von den einzelnen Nationen. Ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen erkennen, nicht, dass das hier einmal rausfliegt. So. Und wie gesagt, das Material war einfach nur super schön. Muss auch sagen, wir haben es jetzt einmal gespielt und ich kann, sagen wir mal so, ich kann auf jeden Fall den ein oder anderen Kritikpunkt an dem Spiel verstehen, aber ich finde es tatsächlich okay, gut. Will es auf jeden Fall noch ein paar Mal in den verschiedenen Modi spielen, denn wir haben es halt im Teammodus gespielt und ja, würde es auf jeden Fall ganz gerne auch nochmal in einer anderen Variante spielen, vielleicht im Duellmodus oder mal im klassischen Modus bei drei Leuten, denn dann macht es das auf jeden Fall nochmal interessanter, wenn jeder gegen jeden interagiert. Das war die Deluxe-Version und bei der Deluxe-Version war noch was dabei und ich habe gedacht, das ist eine Playmat, ja, so eine Neoprenmatte. Das war eine Tischdecke. Allerdings eine sehr schöne Tischdecke. So sieht das Ganze aus. Und hier in der Mitte baut man dann das Spielbrett auf und ja, in der Mitte kommt dann halt die Sonnenrose, ich weiß nicht mehr genau, wie es genannt wurde. Und dann baut sich halt drumherum der Spielplan auf. Ich fand es wirklich super schön, das Material ist richtig, richtig schön und das Spiel ist auch in Ordnung. Also auch das zieht erstmal ein und bleibt erstmal. Und dann, ja, schau mal, wie sich das Ganze weiter verhält. Dann ein Spiel, da bin ich nicht drum rumgekommen. Ich habe es, glaube ich, beim Austrian Board Gamer damals gesehen mit der Expansion. Ich habe mir jetzt erstmal das Ding ohne die Expansion geholt, weil die auch gerade nicht so gut zu kriegen ist. Und ich schlender ja schon relativ lange um Mage Knight herum, die Ultimate Edition. Habe ich eigentlich richtig Bock drauf, aber irgendwas hält mich immer noch davon ab, dieses Spiel zu kaufen. Ich weiß es nicht. Was meint ihr denn? Soll ich es mir mal zulegen oder ist es ein Must-Have? Also viele sagen ja, gerade auch bei dem Preis und alle Expansions, die drin sind bei Pegasus, eigentlich sollte man sich das zulegen. Und naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn ich mir schon Mage Knight nicht hole, dann hole ich mir wenigstens das Pendant dazu. Star Trek Frontiers. Das ist quasi die Mage Knight-Version im Star Trek-Universum. Und ich meine, ich habe jetzt gerade auch angefangen, wieder Star Trek das nächste Jahrhundert zu gucken mit Jean-Luc Picard. Also wirklich, und Lieutenant Riker. Also genau mein Ding. Und mal ganz im Ernst, Leute, guckt euch mal die Borg Cubes an. Ist das geil? Ist das geil? Oder wer wollte nicht immer schon mal eine eigene Enterprise fliegen? Ist das geil oder ist das geil? Also da muss ich wirklich sagen, ich finde es geil. Ich bin mal auf das Spiel gespannt. Denn was natürlich ein bisschen schade ist, sagen wir mal so, das ist nicht so kampagnenbasierend. Es hat so Szenarien, aber es erzählt keine Riesengeschichte. Ne? Aber auch hier der Klingonenkreuzer. Ja. Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Das Material ist relativ üppig. Viele, viele Karten. Und ja, allerdings sind die Regeln relativ umfangreich, aber ich werde es mir auf jeden Fall reintun und bin ganz gespannt drauf. Star Trek Frontiers kommt da oben hin. Dann das nächste Game, da kann ich tatsächlich noch gar nicht so viel zu sagen. Ich habe es mir nur geholt, weil ich es auch bei uns in der Facebook-Gruppe wieder gesehen habe und es hat ganz gute Kritiken bekommen von Sorry, We Are French Ganymede und habe es bei Philibert bestellt und ja, dazu kommt noch die Ganymede Moon Expansion, die jetzt auch in Essen verfügbar sein wird, die gerade erst rausgekommen ist und ja, ihr seht auch hier bei Ganymede, es ist irgendwie so, dass wir wenn ich jetzt nicht irgendwie falsch erzähle, wir müssen halt irgendwie Siedler rekrutieren, wir müssen Shuttle und die dann zum Mars transportieren und so weiter, die Mars kolonisieren. Und ja, hatte ich irgendwie Bock drauf und mit der Moon Expansion kommt halt noch, haben wir quasi schon eine permanent errichtete Basis und ja, ich fand halt auch vor allem das Artwork richtig, richtig cool. Na, das ist mal irgendwie ein bisschen was anderes und deswegen Ganymede inklusive der Moon Expansion, bin ich gespannt. Spielt sich auch relativ schnell runter, steht zumindest 20 bis 40 Minuten drauf. Und bevor ich das jetzt vergesse, das war nämlich meine Philibert-Bestellung. Das hätte ich jetzt fast vergessen.
Und zwar war ich richtig schlau, ja, habe ich mir wieder gedacht, Benny, ist klar. Und zwar habe ich mir gedacht, oh, ab 60 € kostenlos Shipping. Ja, natürlich in Frankreich. Ja, naja. Auf jeden Fall habe ich dann noch die Zweispieler-Variante von Harry Potter Hogwarts Battle. Und zwar Defense Against the Dark Arts. Das ist quasi die Duell-Variante von Hogwarts Battle. Und muss sagen, das Video zu Hogwarts Battle ist tatsächlich gut angekommen bisher. Und vielleicht akquiriere ich den Timo nochmal, dass wir uns nochmal gegenseitig auf die Nüsse zaubern. Da muss ich mal schauen, aber tja, Harry Potter Hogwarts Battle. Dann packe ich mal eine etwas größere Schachtel. Das nächste Spiel, da hat der Timo jetzt ein Video zu gemacht. Da ist mir ein wenig, war ein bisschen zu schnell. Beziehungsweise, ja, wer weiß, vielleicht mache ich trotzdem auch noch irgendwas. War auch bei uns in der Facebook-Gruppe sehr oft drin. Der Pedro hat es auch des Öfteren mal vorgestellt. Hab's dann auch bei einigen Leuten gesehen und fand das Material unfassbar stark. Deswegen The Reckoners ist ein Spiel, das basiert auf Büchern wohl, die ich allerdings nicht gelesen habe, deswegen da kann ich nicht viel zu sagen. Und worum geht's bei Reckoners? Reckoners ist ein getuntes Kniffel im Prinzip. Allerdings haben wir hier auch richtig geiles Material. Das Ganze ist von den ganzen von Game Trace halt gemacht worden und ihr seht, hier ist quasi alles schon fertig. Ja, der ganze Stuff, ihr habt dann hier diese Boards und coole Miniaturen sind drin. Das sind dann quasi die Playerboards, wo ich meine Würfel reinlegen kann. Also es ist richtig, richtig, richtig cooles Material, richtig geiler Stuff. Und spielt sich auch tatsächlich richtig cool. Also wir hatten jetzt schon eine Partie in voller Besetzung. Nee, nicht fast nicht ganz voller Besetzung mit 5 Leuten. Und man muss wirklich mal überlegen, haue ich jetzt so ein Epic weg oder greife ich Steelheart an oder was mache ich überhaupt? Ne? Und super kooperativ, macht aber auch eine Menge Spaß. Natürlich auch viel Push Your Luck, weil man auch viel würfeln muss und sowas. Ne? Aber ja, ich finde es richtig, richtig cool. Auch hier gibt es keine Story da drin. Es ist quasi einfach nur verschiedene Schwierigkeitsgrade, in denen ich das Spiel halt zocken kann. Aber ich fand es richtig cool und auch hier froh, dass es jetzt in mein Regal eingezogen ist und ich gehe auch schwer davon aus, dass es da bleibt. Jetzt ein Spiel, da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. Das habe ich mir nur in Wiesbaden quasi mitbringen lassen. Und zwar Campbell's Cascade. Und das ist halt ein Game, was auch so Pixelgrafik hat oder im Pixel-Universum unterwegs ist. Und das hat so alten Arcade-Shooter-Style. Ja, da gibt es auch dann hier. Das zeige ich auch nochmal von Z-Man Games. Da gibt es dann hier diese Trays und da werden dann halt so die Karten, die Gegner drauf gelegt und dann werden die immer so nach unten geschoben. Die kommen quasi immer weiter runter, wie man so von Space Invaders kennt. Genau, Space Invaders hieß das Game. Ja, ich habe mir die Bewertung jetzt noch nicht angeguckt. Das war halt wirklich so, das gab es ab einem Einkaufswert von 35 € dazu und 35 € hat Firefly gekostet. Deswegen habe ich es mal eingepackt und der Dominik hat es bei sich auch stehen gehabt. Und ja, fand es ganz cool. Sieht auf jeden Fall schick aus. Hier seht ihr auch es nochmal so wirklich im Space Invader, in Space Invader Optik. Deswegen hier, wo habe ich denn jetzt schon wieder hin, glaube ich, Camel's Cascade. Dann ein Spiel. Ich bin ja eigentlich kein riesen Eurogamer, aber wenn der liebe Thorsten schon sagt, Mensch, ich habe richtig Bock und ich bin richtig gespannt auf so ein Game, dann sind das meistens Eurogames, die wirklich was zu bieten haben. Und deswegen habe ich da dann auch spontan zugeschlagen, als ich in Essen unterwegs war. Und ja, habe mir Black Angel besorgt. Black Angel soll so ein bisschen sein wie Troyes. Ich habe Troyes auch noch nie gespielt, aber auch hier eine ähnliche Würfelmechanismen und ja, von der Story her, die Menschheit hat der Erde alle Ressourcen entzogen und in einem letzten Moment der Einigkeit, weil sie gemerkt hat, dass der Planet dem Bach runtergeht, haben sie das größte Raumschiff gebaut, die Black Angel. Und ja, vertrauen sich aber gegenseitig so wenig, dass die Black Angel auch von Robotern, also von künstlicher Intelligenz, gesteuert wird und nicht von Menschen. Und ja, jetzt fliegt die Black Angel durchs Weltall und erkundet das Ganze, sucht neue Planeten und ja, am Ende geht es dann natürlich auch um Ansehen und so weiter und so fort. Wie ihr seht, es ist noch komplett eingeschweißt, aber auch hier, vielleicht seht ihr schon mal noch dieses riesen Raumschiff hier, das ist schon mal die Miniatur der Black Angel. Es ist natürlich wieder ein sehr
gewöhnungsbedürftiges Artwork. Allerdings habe ich auch jetzt schon an mehreren Ecken gehört, dass das wirklich, wirklich ein richtig, richtig guter Euro ist. Richtig gute Verzahnung, richtig gut Spaß macht. Insofern Black Angel, neu im Regal. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Jetzt kommt wieder etwas dickere Schachtel. Wollte ich eigentlich in Essen mitnehmen, ist jetzt spontan bei mir im Regal gelandet und die Rede hier ist von Quad Heroes. So. Quad Heroes, auch eine etwas fettere Schachtel. Ihr seht es hier, wiegt auch auf jeden Fall was. Ich habe mir direkt die Expansion mitgenommen, obwohl ich mir jetzt auch im Nachhinein wirklich die Frage stelle, ob das notwendig war, aber sie war eben relativ günstig. Aber ihr seht, da ist eine Menge Stuff drin. Und auch hier, ich habe es ja schon mal angekündigt, richtig, richtig cool, diese Steine da drin, die wir quasi spielen. Und oder auch hier, es gibt auch Steinschafe in diesem Spiel. Und ja, es ist im Prinzip, viele, die das mal gespielt haben, vergleichen so ein bisschen mit Roborally. Und man programmiert halt so seine Steine, man purzelt durch die Gegend, man rutscht und springt und weiß der Geier was. Man kann Fallen legen, man kann Leute immer runterschieben und so weiter und so weiter. Muss halt so Kristalle sammeln. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Modi. Solo, Koop, Kampagne, Team, jeder gegen jeden. Bietet wirklich eine Menge Stuff, muss man sagen. Ich habe es jetzt auch schon gespielt und finde, also meine ehrliche Meinung ist, das Gameplay macht Bock. Wirklich, das Material ist 1A Spitze, ist top. Das Gameplay ist, wenn man drin ist, wirklich cool. Allerdings sind die Regeln sehr löchrig, lassen viele Fragen auf. Da muss man sich extra dann noch irgendwie so Q&As dazu holen, damit man alles versteht. Viele Sachen werden nicht erklärt, bleiben offen. Also die Regeln, zumindest die deutschen. Jetzt gibt es wohl ein überarbeitetes Regelwerk für die englischen Regeln. Naja, finde ich ein bisschen schade, weil es ist eigentlich echt ein cooles Game. Und da überlege ich auch noch, vielleicht kommt da was, aber... Ich möchte jetzt nicht so viel versprechen, weil jetzt gerade vor Essen ist alles super eng und ich habe noch so viel zu tun, auch was ein paar Videos angeht. Naja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, dann das nächste Mal ganz kurz und schmerzlos. Ich habe mir die Expansion zu Battlestar Galactica noch geholt, die Pegasus-Erweiterung. Warum? Es ist die letzte, die man noch irgendwie kriegen konnte. Die restlichen sind ja ausverkauft und wenn ich die bestellen möchte, dann zahle ich horrende Preise wirklich dafür. Und deswegen habe ich mir jetzt die Battlestar Galactica Erweiterung für die Pegasus nochmal geholt. Denn Battlestar Galactica ist auch eins meiner absoluten All-Time-Favorites. Also sollte ich irgendwann mal eine All-Time-Favorite-Liste machen, wird dieses Spiel auf jeden Fall mit da drin sein. Und deswegen hier ganz kurz und schmerzlos. Jetzt habe ich da noch 4 Schachteln, das sind aber 2 Spiele, beziehungsweise eine Erweiterung und ein Spiel mit 2 Erweiterungen. Und das eine Spiel oder die eine Erweiterung... Endlich ist es soweit. Ich bin so lange drum herum geschwirrt und während meines Kaufrausches habe ich mir gedacht, komm, jetzt nimmst du sie mal mit und auch zu einem meiner allerliebsten Spiele und es ist die das Exosuit Commander Pack zu Anachrony und ich glaube, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Also wer das Spiel kennt, weiß, wie geil es ist. Ich mag allgemein, ich bin ein richtiger Mindclash-Fan. Und jetzt mal ganz im Ernst, Leute, ne? Also auch diese Figuren, das ist unfassbar. Ich mache das mal auf, damit ihr das auch richtig sehen könnt, sonst spiegelt das so sehr. Also es sind richtig, richtig coole Figuren, ja. Und auch da, ich habe die dann, Stefan hat ja mal seinen Motivationsmittwoch und er hat die auch schon bepinselt und das sah schon echt schick aus. Und ich kämpfe immer mehr mit mir, ob ich auch mal wieder mit dem Malen anfangen soll. Ich komme ja ganz ursprünglich aus dem Tabletop, ganz, ganz ursprünglich mit Warhammer 40k unterwegs gewesen. Und ja, irgendwie kriege ich schon immer mehr Bock, bestimmte Dinge auszumalen, weil auch bei Quad Heroes oder hier bemalt macht das einfach nochmal deutlich was her. Und deswegen, ja, werde ich da wahrscheinlich nochmal tätig werden. Und jetzt das letzte Game und das ist... ich finde es richtig, richtig cool, dass es endlich in meine Sammlung gekommen ist. Ich habe auch da lange gesucht und das ursprüngliche Spiel ist auch ganz schwer in der Kombination zu kriegen. War auch ein Kickstarter-Pledge. Habe ich quasi als Dankeschön von einem Abonnenten bekommen, weil ich für ihn ein paar Spiele an den Mann bringe. Und
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hole einfach diese drei Schachteln jetzt nach vorne. Und das ist der alte Arcadia Quest Pledge mit Beyond the Grave und der Guildmaster Box. Und ich hatte so lange Bock auf Arcadia Quest und habe es mir aber nicht geholt, weil es einfach echt teuer ist und auch jetzt Inferno Pledge und so weiter. Das ist echt viel Knatze gewesen. Und an der Stelle nochmal Dankeschön. Er möchte nicht genannt werden. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ich konnte das mit den Verkäufen wieder wettmachen. Und ja, auch Arcadia Quest ist ja so semi-kooperativ auch, ne? Gibt so eine Kampagne und ich muss auch manchmal die anderen wegnieten und muss dann aber auch gleichzeitig die ganzen Gegner normal wegnieten und habe ich aber richtig Bock drauf und bin auch da ganz froh, dass jetzt in meinem Regal ist. Ja, Leute, das war's. Boxen the Shelf Folge 2 ist im Kasten. Und mich würde natürlich an der Stelle interessieren, was sagt ihr zu dem Games? Beziehungsweise, was waren denn im letzten Monat eure Top-Anschaffungen? Vielleicht sagt ihr mir irgendwie so drei Spiele oder wenn es auch nur eins ist, egal. Aber was waren so eure Anschaffungen im letzten Monat, wo ihr richtig stolz drauf seid oder wo ihr euch darauf freut, sie endlich auf den Tisch bringen zu können oder dass sie vielleicht auch einfach nur euer Regal verschönern? Haut's in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Spiel, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gerne Kritik üben wollt, dann lasst auch den Daumen nach unten da. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Zu guter Letzt, wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, dann dürft ihr ihn natürlich sehr gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden Support, auch wenn es zwischen immer ein bisschen ruhiger ist. Folgt mir gerne auch auf den anderen Medien wie Instagram oder Facebook. Wenn ihr auch mal ein persönliches Anliegen habt, dann schickt mir auch gerne eine E-Mail. Ich verweise an der Stelle schon mal darauf, dass wir am 28. September diesen Jahres im Wolpertinger in Gütersloh sind. Denn am 28. findet dort die Human Punishment Project Hellgate Release Party oder das Release Event statt. Das wird ein Turnier sein. Und im Vorfeld wird die Weltpremiere aufgezeichnet des Pod Talks XXL. Und wenn ihr dort in der Nähe seid oder daran teilnehmen möchtet, dann meldet euch gerne beim Dennis an oder auch über die Facebook-Seite. 20 Plätze sind für den Podtalk reserviert, für Verpflegung wird auch gesorgt. Und in diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin gespannt, was ihr zu den Spielen zu sagen habt. Es wird im Anschluss noch ein Format folgen, was auf diesem heute hier aufbaut. Aber für heute soll es erstmal gewesen sein. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich drauf, das nächste Mal wieder mit euch am Start zu sein. Und bis dahin, Leute, bleibt sauber.